Hola a todos! Herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir über vielleicht typische Fehler bei Duolingo sprechen. Und bevor wir loslegen, wollte ich kurz mal darauf hinweisen, mein Gruß gerade, Hola a todos, ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass wir das kleine A benutzen, wenn danach das Objekt eine Person ist. Also ich sage nicht Hola todos, sondern Hola a todos, was natürlich dann schnell gesprochen sich mehr anhört wie Hola todos. Okay, dann gucken wir uns hier mal das erste an. Wir werden ungefähr das Sprachniveau A1, vielleicht manchmal Tendenzen A2 haben. Hier ist der Satz, ich weiß es selbst nicht genau. Meine Schülerin hatte geschrieben, no lo sé exactamente. Was sie geschrieben hat, ist perfekt, ist richtig, jedes Wort ist richtig, Satzstellung ist richtig. Es wurde ihr aber als Fehler markiert, weil das Wort mismo fehlte. Und zwar brauchen wir das wegen des Ausdrucks selbst. Wenn der Satz gewesen wäre, ich weiß es nicht genau, dann wäre das also richtig gewesen. No lo sé exactamente. Aber wenn da steht, ich weiß es selbst nicht genau, dann sage ich yo mismo, ich selbst. Ich sage es natürlich nicht, weil ich, was müsste ich sagen? Ich müsste sagen, yo misma. Ich als Frau benutze die weibliche Form von mismo, was ja misma ist. Und wenn ich jetzt in der Mehrzahl gesprochen hätte, wir selbst, was hätte ich dann nehmen müssen? Dann hätte ich nehmen müssen, nosotros mismos. Also das S vom Plural. Wenn wir natürlich nur Frauen gewesen wären, hätte ich gesagt, nosotras mismas. Okay, nächste. Da hatte sie vorgegeben von Duolingo den Satz Todos la quieren. Und sie hat übersetzt, wir alle wollen sie. Okay, das La hat sie richtig identifiziert als Objekt, sie. Nur eben nicht die Person des Subjekts. Weil wir wollen, wäre ja irgendetwas mit einer Muss-Endung. Wir wollen, wäre queremos, und da steht aber quieren. Es muss also eine andere Person sein. Es ist hier also alle wollen sie. Und Duolingo hat sich dann die Freiheit genommen und hat daraus gesagt, statt wollen, mögen sie. Wir hätten auch haben können, alle lieben sie. Das nächste Beispiel ist wieder so richtig typisch. Da haben wir also jetzt, hier steht el maestro, also der Lehrer, und dann diesen, dann fehlt ein Wort, le un libro, und wir haben die Vorgabe los oder nos, und mein Schüler hatte los genommen. Und los heißt aber, wenn es das Personalpronomen ist für eine Person, dann wäre das ihnen. Und es ist aber das direkte Objekt oder Akkusativ. Also das ist das Los, nämlich wenn die Handlung direkt auf die Person geht. Zum Beispiel, ich liebe sie, also diese mehreren Personen. Ich sehe sie, los veo. Ich liebe sie, was ich gerade sagte, wäre los quiero. Ich hasse sie, los odio. Ich höre sie, los escucho. Also das ist, wenn ich diese Person direkt, wenn das mein direktes Objekt ist. Hier ist aber das direkte Objekt das Buch, weil wir haben ja das Wort lesen, leer, in diesem Fall le, er liest. Und was ist, was ich automatisch, was sagt mir mein Sprachgefühl, wenn ich höre, der Lehrer liest? Das Erste, was ich wissen will, ist, was, wen oder was. Also das direkte Objekt ist hier das Buch und die Zusatzinformation, weil der Satz könnte ja so stehen bleiben, der Lehrer liest ein Buch, Punkt. Vollständiger Satz. Es ist also eine Zusatzinformation dieses uns. Er liest uns ein Buch. Also zwischen los und nos muss ich nos nehmen. Wenn es jetzt gewesen wäre, der Lehrer liest Ihnen ein Buch oder ein Buch vor, was hätte ich denn dann nehmen müssen? Ich hätte les nehmen müssen. Okay, nächste war, er schläft, sobald er ins Bett geht. Und mein Schüler wusste nicht oder verstand nicht direkt, warum hier der Fehler ist. In der Lösung steht dann,
Tan pronto se va a la cama. Und dann hat er mich gefragt, muss da wirklich se va, muss das sein? Weil ich habe geschrieben, tan pronto el va. Und dann habe ich ihm erklärt, dass das eben nicht der Fehler bei Duolingo war, sondern der Fehler, wo ist der Fehler hier? Der Fehler ist hier, dass er geschrieben hatte al cama, aber es ist ja la cama und es müsste heißen alla cama. Wir können sagen tan pronto oder wir können auch sagen en cuanto, also es gibt mehrere Ausdrücke für sobald oder auch cuando könnte man nehmen. Und ob wir jetzt sagen se va a la cama oder va a la cama oder auch el va a la cama oder el se va a la cama, das ist alles richtig, nur wir müssen alla haben und nicht al. Und damit hat sich das. Das nächste war hier, die Frau ist ein Apfel. La mujer se come una manzana. Und dann hatte mich die Schülerin gefragt, also sie hat es richtig gehabt, aber ihre Frage war eben, muss es sein? Se come, und ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Nein, es muss nicht sein. Es klingt gut, es klingt typisch, aber es kann auch genauso gut sein. La mujer come una manzana. Beides geht. Ich esse einen Apfel, ich esse mir einen Apfel. Beides geht. Ich hatte noch so ein schönes Beispiel, was aber mehr so A2 ist. Das fand ich irgendwie hervorragend. Der Satz auf Spanisch ist, ya que le caemos bien a él, él nos cae bien. Und meine Schülerin, wie ihr seht, hatte geschrieben, da wir ihn mögen, mag er uns. Und das war natürlich genau andersrum. Da er uns mag, mögen wir ihn. Und sie hat gesagt, sie vertut sich damit immer, wer wen jetzt mag. Und hier der Trick ist, damit euch das nicht passiert mit der Richtung, wer mag wen. Die Sache ist hier, dass caer, dieser Ausdruck hier mit diesem mögen, was heißt caer? Was heißt caer ganz, ganz normal, ohne dass es irgendein Ausdruck ist? Caer heißt fallen und das hilft uns. Duolingo sagt caer a alguien, jemanden fallen, heißt mögen. Und da ist das Problem, weil mögen macht die ganze Richtung kompliziert, wer wen mag. Übersetzt einfach caer mit, statt fallen, das heißt ja fallen, übersetzt es einfach mit gefallen. Hier in diesem Satz sehe ich ja, da steht caemos. Also das Fallen hat eine Mos-Endung, also es ist die Wir-Form. Und dann von da aus kann ich ja ausgehen und sagen, wir fallen, also wir gefallen. Dann habe ich ja schon, wer wem gefällt. In dem Mos habe ich ja schon, wir gefallen. Aha, wem gefallen wir denn? Le, also ihm oder ihr, da ist es erklärt, al, wir gefallen ihm. Wir gefallen ihm. Wenn ich jetzt also gezwungenermaßen mögen benutzen muss bei Duolingo, weiß ich ja, wir gefallen ihm, er mag uns. Also da ist überhaupt gar keine Unsicherheit oder Undeutlichkeit, wer wen mag. Wenn ihr also diesen Ausdruck hört oder auch benutzen wollt mit caer, caer bien, jemandem gefallen oder caer mal, macht es so, übersetzt caer nicht mit mögen, sondern mit gefallen. Und das ist auch viel näher dran an der eigentlichen Bedeutung von fallen. El nos cae bien. Okay. Und dann hatte ich noch das hier. El techo está muy viejo además. Und hier war eben, mein Schüler hat es richtig, aber seine Frage war, warum musste er hier nehmen, das está nehmen? El techo está muy viejo. Also es ist ja alt. Viejo heißt alt. Und das Dach ist schon außerdem schon sehr alt. Und dann ist es ja, man könnte so argumentieren, dass es eine Eigenschaft ist und dann müsste ich eine Form von ser nehmen. Aber hier ist es ein Zustand und ihr wisst ja, immer wenn es ein Zustand ist, es ist ja was vorübergehend. Also jetzt ist es alt, es war ja nicht immer alt. Es ist jetzt ein Zustand und darum sage ich, está viejo. Estoy vieja, no estoy vieja. Natürlich kann ich sagen, soy vieja, no soy vieja, aber dann sehe ich das nicht mehr als Zustand an, sondern schon als meine Eigenschaft. Also mit dieser Wahl, ob ich jetzt estar nehme oder eine Form von ser, drücke ich eigentlich aus, ob ich es als Zustand betrachte oder schon als feste Eigenschaft. Und ich glaube, ich habe noch eins.
Ja, da hatten wir gerade die Verlaufsform parallel dazu kennengelernt im Unterricht, als meine Schülerin diesen Satz bekam bei Duolingo. Meine Geschwister schreiben gerade mit diesen Kugelschreibern. Und da hatte sie sich daran erinnert, mit diesem Escribiendo, dass das die Verlaufsform ist und hat es dann aber falsch bekommen, wusste nicht warum. Hier liegt es daran, dass die Verlaufsform, wir sind gerade beim Schreiben dran, wir sind am Schreiben, wir schreiben gerade, wird immer aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Escribiendo, richtig gebildet, die Yendo-Form beim ER-Verb. Aber ich brauche das es dann. Also es ist wie auf Englisch, I am writing. Du kannst ja nicht nur einfach sagen, I writing. Du brauchst ja irgendeine Form von to be. Also du brauchst I am, you are, he is. Und genauso brauche ich das auch auf Spanisch. Estoy escribiendo. Estás escribiendo. Están escribiendo. Okay, das war's schon wieder. Ah, nur eine kleine Zusatzinformation. Hier in diesem Beispielsatz mit den Kugelschreibern. Bolígrafos. Wir können das auch verkürzen in Spanien und einfach sagen Boli. Tienes un Boli. Hast du ein Kuli? Hm? Statt Kugelschreiber sagen wir dann Kuli und auf Spanisch statt Bolígrafos sagen wir Bolis. Und hier in Mexiko haben wir ein anderes Wort. Das sagen wir gar nicht Bolígrafos. Hier sagen wir Pluma. Tienes una pluma. No tengo pluma. Pluma heißt Feder. Das Wort haben wir gesehen in diesem langsamen, in der langsamen Geschichte mit dem Kranich und dem V. Da hatten wir viel öfter das Wort Pluma. Pluma heißt Feder und das Wort für Feder wird hier in Mexiko für Kuli benutzt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch geholfen. Ich mache das unheimlich gerne. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ganz liebend gerne eure Screenshots von Duolingo schicken und Ich helfe euch direkt oder die interessantesten nehme ich dann vielleicht für neues Videomaterial und ich hoffe, dass wir alle davon lernen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.